So Leute, weiter geht's. Heute ist ein schöner Tag. Ich habe jetzt angefangen mit allem drum und dran. Ich mache jetzt gleich weiter. Wie gesagt, ich werde jetzt die ganzen Tests in verschiedene Teile dann machen. Wir waren jetzt schon knapp an der Destruction dran. Also 20 Liter Kanister ist wirklich schon Hausnummer. Und ich sag mal so, das hat es aber trotzdem bestanden für ein 200 Euro Schwert. Da würde ich teilweise schon bei einem 5, 6, 7 Euro Schwert überlegen, ob ich das überhaupt machen würde, weil da könnte sich dann auch schon was lockern. Ja? Und wie gesagt, Practical Moko Katana, 200 Euro Schwert, hat es bestanden. Klar, es hat nicht die Geometrie und das Gewicht und alles, um das durchzukriegen, aber ihr habt ja gesehen, ich habe praktisch gegen eine Wand gehauen. Ja? So, und jetzt machen wir gleich weiter. Nächster Teil, jetzt bewegen wir uns schon am Rande der Destruction. Bierdosen. Habe ich bis heute noch nie gemacht, mein allererstes Mal. Würde ich jetzt mit einem 500, 600 Euro Schwert auch nicht machen. Ja? Es wäre kein Problem, das Schwert würde es schaffen, aber die Kratzer auf der Klinge, gell? Und jetzt schauen wir mal, was das Practical Moko dazu sagt. Okay? Wow! Und gleich mal Static, hey! Also, es ist Blech, aber es geht durch wie Butter. Also da beim Reingehen wird es ein wenig kritisch, aber das geht durch wie nichts. Und jetzt schauen wir mal. Sind Kratzer da, ja? Hier ganz leichte Macken zu sehen. Ja? Aber das ist jetzt nichts, was man nicht irgendwie wieder rauspolieren können oder rausschleifen können. Ne? Es ist also kein Chip drin, es sind nur so leichte Kratzer hier, ne, durch das Material. Ja, das sieht gut aus, okay. Aber da haben wir ja noch was. So, haben wir noch eine. Okay. Also wie gesagt, total machbar. Keine Macken drin, nur Kratzer. Ja, aber halt böse Kratzer. Jetzt stellt euch das mal vor für die Fortgeschrittenen, wenn ihr mal so einen Spaß machen wollt, macht das mal mit eurem 500, 600 Euro Schwert. Solche Kratzer dann bei einer Spiegelpolitur zum Heulen. Hier satiniertes Hochglanz, echte Harmon, gescheit gehärtet, ein paar Kratzerli, sonst nichts. Kann man mal machen mit einem 100 Euro Schwert. Ja, da wären wir wieder bei dem Aspekt Trainingsschwert für Fortgeschrittene. Ja, mal den Aspekt hier perfektes Einsteigerschwert mal außer Acht gelassen, ne? Weil als perfektes Einsteigerschwert hat es sich bei den 20 Liter Kanistern schon bewährt. Ne? Das ist also schon mehr als man eigentlich erwarten kann für 200 Euro Schwert. Ne? So, haben wir noch einen? Und wie gesagt, eh alles grad. Es ist kein schweres Gewicht, es ist kein hartes Ziel. Aber halt die Gebrauchsspuren an der Klinge, aber das steckt recht gut weg. Wie gesagt, sind bloß ein paar Kratzerli, keine Macken. Das ist schnell wieder rauspoliert, ja. So, aber da haben wir mal noch ein wenig eine dickere Dose. Mal schauen, ob die durchgeht. Die ist ungefähr doppelt so dick. Und jetzt wird es kritisch, jetzt bewegen wir uns hier bei Destruction, ja. Also, Practical Moko Katana und Yari no Hanzo. Alter, alter Schwede, ich bin oben durch den umgebürtelten Rand bin ich durch und dann komplett durch, gebt euch mal das Material, oben durch den dicken Rand, hier ist der Rand umgebürtelt, gebt euch den Scheiß, Alter, ich dreh durch. Dann ist es natürlich mit einer 10,95er Klinge auch kein Problem. Aber mit einer 10,45er Klinge. So, und da haben wir jetzt minimale, weiß nicht, ob man sieht, minimale kleine Ausbrüche. Ja, und hier hält sich sogar noch in Grenzen. Hier ist ein kleiner Ausbruch. Aber das könnte man alles wieder rauspolieren. Weiß nicht, ich hoffe, man sieht es jetzt. Hier und da, minimal. Ja. Und das ist ein 2 mm dicker Rand da oben. Da oben bin ich rein. Das war eigentlich gar nicht gewollt, ich wollte da unten ansetzen. Aber das hätte ich nicht gedacht. Leck mich am Arsch. Das ist ja mal geil.
Damit können wir sofort weiterkarten bzw. sogar kämpfen und diese Macken, minimale Ausbrüche, können nicht rauspolieren. Hier, da sieht man es. Oh Mann, ich hoffe, der Fokus kriegt das rein. Aber und hier, das ist wirklich nur minimal, ne? Das poliere ich dir raus, überhaupt kein Thema. So, Wahnsinn. Das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Eine 1045er Klinge. Jetzt stellt euch mal vor, ein Federstahl, wo bloß 55 Rockwell hat, statt eben 60 Grad an der Schneide. Da wären tiefere Macken drin, wenn es genauso scharf wäre. Oder härterer, spröderer Stahl, 1095er, was ja spröder ist, ist ganz fein ausgeschliffen, wird mehr rausbrechen. Hätten wir vielleicht einen Ausbruch drin, da haben wir jetzt bloß Macken und Kratzer. Nitroverdünnung. What the fuck? Shit. Okay, alles okay. Es wird langsam nass hier. Okay, Leute, passt auf. Alles fest. Zuber ist immer noch locker. Jetzt habe ich gemerkt, die Endkappe ist ein wenig locker. Die Klinge ist gerad. Die Klinge ist gerad. Und jetzt guckt euch die Spitze an. Die ist da vorne. Minimal ist die umgebürtelt hier. Minimal. Ja? Minimal. Das schleife ich euch raus. Damit könnt ihr die aber sofort weitercutten. Alter, ich hoffe, man sieht es jetzt. Ich mache es mal so. Also da ist nichts. Ja. Oh Mann, ey, die Sonne. Ich hoffe, man sieht es, Alter. Und das ist der Blechkanister. Und ich hätte mich gerade eben selber aufgeschlitzt, Alter. Gebt euch das. Gebt euch das. So. Und jetzt, zu guter Letzt. Jetzt hat es mich auch noch auf die Fresse gehauen, Alter. Leckt mich doch am Arsch. Ja, aber no. Kein Spaß ohne hier sowas, ne? So. Das Schwert hat es auch voll an Dreck gehauen, aber scheiß drauf. Also passt auf. So Leute, guckt euch das an. Ich stelle mich mal so hin. Ey, und da ist nichts außer ein paar kleine Kratzer. Da ist nichts weiter, das poliere ich dir alles raus. Es sind zwar extreme Kratzer. Ich hoffe, man sieht's. Aber die poliere ich die alle wieder raus, wenn es hart auf hart kommt. Ja, hier sieht man es schön. Ja. Extreme Kratzer, aber fast keine Ausbrüche, Alter. Brutal. Klar, nach wie vor grad. Wackelt nichts. Das Ding hat nichts. Ich kann weiter cutten. Ja, ich könnte weiter kämpfen mit dem Teil. Ja, so sieht das Ganze aus. Okay, schauen wir mal, ob ich noch weiterkomme mit meiner Tests. Wir bewegen uns jetzt hier schon bei der Destruction. Griff fest, Klinge gerad. Minimale Beschädigungen an der Schneide. Keine Ausbrüche, nix, kein Edge Rolling, hat natürlich wegen an Schärfe verloren. Ne? Die Spitze hat auch nichts abgerichtet, ich habe voll durchgestochen. Und glaubt mir, ich habe noch einen dickeren Blechkanister, der ist dreimal so dick wie das Ding und das kommt dann später dran. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Checkt den Katanamarkt Deutschland, checkt die Links, Basic Moko Katana. Nicht schlecht.
Peace und Katze for life.